25 Jahre verheiratet und du hast nichts zu sagen? Dann rede ich. Ich habe mit jemandem geschlafen. Wenn du weiter redest, werde ich aussteigen. Die Tatsache allein zeigt doch schon, wie kaputt alles zwischen uns ist. Okay. Und was alles zwischen uns schon... Oh mein Gott, Carl! Ihr lasst euch scheiden? Ja. Amy hat dich in der Toilette weinen hören. Wir haben gedacht, du hast Krebs. Oh. Na Gott sei Dank, Mann. Ja, es ist nur meine Beziehung. Hi, ich gebe dir ein Haus. Aha. Lass uns abhauen. Wollen wir abhauen? Ja. Was machst du nachher? Ich weiß nicht. Ich schon. Es gibt viele schöne Frauen in dieser Bar, aber ich kann meinen Blick nicht von ihnen abwenden. Zeit, heimzugehen. Das ist sehr direkt von ihnen, aber ja. Okay. Soll ich mein Auto holen? Haben sie getrunken? Ich fahre. Hey, Frauenaufreißer. Hast du ein paar Profi-Tipps für mich? Deine Frau hat dich betrogen, weil du aus den Augen verloren hast, wer du bist als Mann. Hör auf, an dem Strohhalm rumzulutschen. Das sieht ja aus, als ob du... Okay. Du sitzt da mit deinem billigen Haarschnitt und du trägst eine 54, obwohl eine 52 richtig wäre. Kreditkarte. Wo haben sie Brieftaschen? Würdest du mit ihm schlafen? Ach, lass das! Ja, glaube ich schon. Ach, echt jetzt? Du musst die Kontrolle über deine Männlichkeit wieder erlangen. Würdest du dir was anziehen, bitte? Hast du damit ein Problem? Wunderschön. Was willst du mit mir anstellen? Ich will dich meiner Ex-Frau zeigen und sie total eifersüchtig machen. Oh, Mann! Ich habe deine Frau getroffen und sie ändert alles. Sie ist die Frau deines Lebens, oder? Gewinn sie zurück. Wow, wie alt bist du? Ich liebe sie und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, seit wann du und ich nicht mehr wir sind. Letzte Woche, als ich dir gesagt habe, ich müsste länger arbeiten, da war ich allein in dem neuen Twilight-Film. Es war so furchtbar. Ich hätte kämpfen sollen um dich. Zieh dein Hemd aus. Wieso? Bitte zieh dein Hemd aus. Ist das dein Ernst? Du siehst aus wie gefotoshoppt.